Vor dem Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Donald Trump ist der US-Präsident mit seinem vietnamesischen Amtskollegen zusammengekommen. Bei den Gesprächen mit Nguyen Phu Trong würdigte Trump die wirtschaftlichen Fortschritte Vietnams. Vertreter der Luftfahrtbranche beider Länder unterzeichneten Verträge im Gesamtwert von umgerechnet 18 Milliarden Euro. Die Umgebung des Hotels Metropole in Hanoi, wo sich Trump und Kim zum Abendessen treffen, wurde weiträumig abgeriegelt. Derweil wird über die möglichen Ergebnisse des Gipfels spekuliert. Im Gespräch sind ein formelles Ende des Koreakriegs und die Schließung eines nordkoreanischen Atomkomplexes. Im Gegenzug könnten die USA innerkoreanische Wirtschaftsprojekte wieder zulassen.